Gut, ja, immer her damit. Das ist so geil, wenn die sich verwandelt. Aus richtig Laune. Weil das ja auch, die sich gegenseitig ja zerfleischt dann, ne? Und dafür können wir ja nichts, wenn das passiert, oder? So. Okay. Sehr schön. Ordnung, den kann man lassen. P2, 3,5, 6,7, 8,9. Da stand Parcours XP. Sachen immer so. Okay, die Mission ist noch nicht abgehakt. Was jetzt? Jetzt? Hast du nicht gehört? Diese Datenbank scheint schon lange weg zu sein. So viel also zur Ergründung der Geheimnisse unserer Kindheit. Okay, ich suche weiter die Scheiße auf meiner Abschlussliste und du... Du kannst das Leben im Zentrum genießen. Und was ist mit der Schwester? Vielleicht hat Road Unrecht. Könnte gut möglich sein. Vielleicht hat Roe Unrecht. Vielleicht hat doch irgendwas überlebt. Der Schlechter hat Chemikalien abgeworfen. Dieser Ort wurde zu giftigem Schutt. Du gibst auf? Bist du taub oder dumm? Diese chemischen Bomben haben alles und jeden zerstört. Das war eine verdammte Zeitverschwendung. Frank hatte recht. Ich bin verdammt naiv. Würde nicht so schnell aufgeben, würde ich sagen. Was hat es mit diesen Abtrünnigen auf sich? Warum haben sie die Kantine angegriffen? Woher soll ich das wissen? Williams ist ein verdammter Wahnsinniger, ein Schlechter und ein Mörder. Er hat die halbe Stadt mit Chemiewaffen ausgelöscht. Und jetzt schickt er seine Männer ins Zentrum, damit sie Zivilisten jagen. Gleich nachdem Walt den Strom eingeschaltet hat. Walt und dieser Psychopath arbeiten zusammen. Würde mich nicht wundern, wenn sie das zusammen geplant haben. Ich gehe zum Observatorium. Dann gehst du alleine. Wir trennen uns also? Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen. Der Schlechter und die Deppen auf meiner Liste, die werden das auch bald herausfinden. Ich gehe zurück, um nach ihnen zu suchen. Du solltest auch nicht hierbleiben. Aiden, es tut mir leid, dass du deine Schwester nicht gefunden hast. Ja, danke. Wenigstens hast du noch Watts. Er weiß wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist. Wenn ich ihn finde, lasse ich es dich wissen. Viel Glück. Pass auf dich auf, Lawan. Uff. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Okay, wir haben wieder ein Fertigkeit. Und zwar Überraschungskraft. Dropkick. Subtile Ablenken. Windrad, Feuerstoß. Parkourschuss. Schmettern. Machen wir das mal. So. Observatorium. Okay, wo ist das Teil? Wo ist das? Wo ist es? Ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach, du Grundgütiger. Ja. Na, das wird ein Spaß werden.
Oh, ich glaube, das sollten wir uns für morgen aufheben. Das wird ganz schön eine Reise werden. Kann man hier die Nacht über verbringen, damit das am nächsten Tag weitermachen kann? Okay, das mache ich natürlich. Wo sind die? Denen werde ich natürlich helfen. Ich gehe jetzt nicht lang. Ich glaube, von oben können wir besser abspringen. Ah, Dreck. Boah, verdammte Scheiße. Okay. Wenn Büsche und Bäume im Weg sind, kannst du das Gleiten vergessen. Ja, links noch aufs Dach. Links noch aufs, einer beinahe aufs Dach, wird er gesagt. Mehr von diesen Dingern hier. Die Dinger müssen alle eingeschaltet sein. Dann kannst du viel besser von A nach B. Vielleicht kommt das ja im Laufe des Spiels hier noch dazu. Also da. Ach, scheiß Heuler. Verdammter Shit. Auch ein Heuler. Auch noch ein Heuler. Eck. Überall, wo man hingeht, sind diese Heuler. Und oh Mann. Ah, toll. Und kotzen. Okay, hier kann man hoch. Geht da unten. Nein, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Ach, verdammt. Oh, Dreck.
Verdammt. Nun? Dann kommen wir hier wieder nicht. Passen brauchst du auch da. Da vorne ist eine Leiter. Mit den Bänden, mit dem Schirm ist immer noch so eine Sache, ne? Ich frage jetzt immer, dass, wenn sie so einen Spezialangriff machen. Ja. Na toll. Muss ich nicht wissen, dass das jetzt schon der Abgrund wieder ist. Ja, leck dich doch selber. Hast du schon genug? Nein, noch lange nicht. Jeder an der Kotzbalken, du. Ah, immer dieser zweite Schlag, immer. Vergesse ich immer. Oh, Mist. Die nicht abhauen werden, obwohl sie nur noch einer da ist. Jetzt ist er nach unten gesprungen, der Hand. Ach. Weg mit euch. Kannst rauskommen, die tun dir nichts mehr. Was ist hier passiert? Wir waren bei der Arbeit. Da griffen sie an. Sie wollten unsere Vorräte. Haben wahllos draufgehauen. Aber alle haben sie nicht erwischt. Wo ist der Rest?
Hab niemanden gesehen. Ich fürchte, sie haben sie mitgenommen. Oh Gott. Maria. Robert. Sie haben meine Freunde mitgenommen. Haben sie andere Lager angegriffen? Überlebende des Lagers im Süden meinten, sie seien heute auch angegriffen worden. Sie haben Nahrung und die einsatzfähigen jungen Männer mitgenommen. Haben sie wohl gezwungen, sich ihnen anzuschließen. Wir wissen alle, dass die Abtrünnigen dreckige Bastarde sind. Bisher haben sie aber immer Abstand zu uns gehalten. Weißt du, wohin sie deine Freunde gebracht haben? Die Grenze zwischen dem Gebiet des Schlechters und unserem ist hier in der Nähe. Dort haben die Abtrünnigen ihr Lager. Wirst du ihnen helfen? Bitte? Hier gibt es keine Peacekeeper. Niemand, der helfen könnte. Ich versuch's. Danke. Sei vorsichtig. Sie haben möglicherweise Außenposten auf dem Weg. Ich werde dich per Funk anleiten. Ich heiße Casper. Der freundliche Geist. Nee, der Casper fängt ja mit C an. Oh Mann. Okay. Ich glaube, die Mission erledigen wir noch und dann ist es ja auch schon bald so weit, dass wir für heute Schluss machen. Was? Okay. Dann machen wir das so. Wie weit müssen wir jetzt? Oh, okay, das ist nicht allzu weit. Mindestens momentan nicht. Wird auch schon in einer halben Stunde wieder hell. Das ist ja gleich hier drüben. Ah gut, die Nacht ist auch vorbei. Wunderbar. Boah, das sind alles so schwere Waffen. Ach, komm schon. So, wollte ich gerade sagen.
Boah, die sammeln Tote. Dieser Überlebende hatte recht. Hier läuft wirklich etwas gewaltig schief. Bin am ersten Außenposten. Keine Spur von deinen Freunden. Sie sind sicher Richtung Lager weitergezogen. Weiter nach Westen, auf der Fulton Tower Road. Schnapp sie dir, bevor sie da ankommen. Schon unterwegs? Nein, ich verstehe das nicht. Sie meinten, die Abtrünnigen seien gefährlich. Der Waffenstillstand hat aber viele Jahre gehalten. Es ist, als ob sie keine Angst mehr vor den Peacekeepern hätten. Was hat sich geändert? Vielleicht finden wir das bald heraus. Ich melde mich. Zu Kannibalen geworden, wenn sie hier Boote haben. Die Taste schon wieder nicht. Darüber. Ihr kriegt mich nicht hier. Mal hier ne. Bisschen runter. Anders runter. Leute. Nein. Nicht mit Leute. Mal sehen, was wir hier finden. Hier ist auch niemand. Sie haben vielleicht beim Ausblick beim Windrad auf dem Garrison Boulevard Halt gemacht. Beeil dich. Wenn sie das Lager erreichen, wird die Rettungsaktion nur schwerer. Ich werde sie einholen. Ich glaube, ich habe gesehen, wer diese Abtrünnigen anführte. Es war Elias. Ein Überlebender. Lebte vor 2 Jahren in der Gegend. Vor der Epidemie war er Anwalt, ein Mann mit Prinzipien. Dann ist er verschwunden. Es gab viele Gerüchte. Verschwunden? Vor 1 Jahr schnüffelte dieser Typ hier rum. Einer der Männer des Schlechters, wie es hieß. Und dass er damals für die GRE gearbeitet hätte.
Er versuchte, die Leute davon zu überzeugen, zum Staudamm zu gehen. Er versprach ihnen Waffen. Diejenigen, die auf ihn hörten, kamen niemals zurück. Als ich Elias vorhin sah, sah er ziemlich fertig aus. Als ob er unter Drogen gestanden hätte. Seine Augen. Furchterregend. Als ob niemand mehr dahinter wäre. Ich schau mir das an. Jemand verarscht, werde ich zum Tier. Ein Bart. Das muss wohl falsch abgebogen sein. Ich habe hier nur ein paar Abtrünnige gefunden. Sie haben das also zum Lager geschafft? Dann sind meine Freunde verloren. Ich schaue mir das Lager an. Vielleicht finde ich ja etwas. Ich traue mich kaum zu fragen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Bitte hilf ihnen. Im Leben sind sicher. Aufwind war das jetzt eben aber nicht. Ja. Tröniger. Dann wollen wir dem mal eben eine Überraschung bieten. Ja, das hat er auf Veto. Ja, auch wehtun, Kumpel. Nein, du wirst hier kein Alarm. Du wirst hier kein Alarm veranstalten. Inventar ist voll, was? Das hat dein Kumpel selber dahin gelegt. Ja, dein Kumpel hat da sein Bein abgelegt. Hör was, aber ich sehe niemanden. Bin gar nicht verpisst. So. Viel Spaß.
Bin der jetzt hingelaufen? Irgendwo wird er wohl hingelaufen sein. Keinen saufen müssen. Muss ich dir erst Mut ansaufen oder was? Was zum Teufel haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was du da hast. Der Herpes? Voll. Bin ich toll, mein Inventar ist voll. Okay. Na komm. Ja. Wieder Dreck. Noch nicht. Ernsthaft. Alles andere ist voll. Ich wollte gerade sagen, Boxhandschuhe. Durch die Tür gehen wir erstmal noch kurz nach unten.
Scheiß auf Ziegelstein. Der Ziegelstein ist sowieso zu gemein. Hier viele Wurfmesser. Komm jetzt nicht immer auf den Namen. Inventar ist voll, okay. Müssen also Inventar loswerden. Ja, sehr viele Vorräte haben sie hier. Mit nichts zu tun. Auch Abtrünnige oder Banditen, aber okay, dann sehen wir mal, ob wir jemanden noch retten können oder nicht. Ich befürchte das Schlimmste. Drahtig! Viel zu drahtig! Zu viele Muskeln! Ruhe! Was hast du hier zu suchen? Lass diese Leute gehen. Werde ich nicht, du PK-Marionette. Du wirst dich noch an deinen Fäden aufhängen. Bald fällt der Vorhang für euch alle. Wir aber haben keine Fäden. Er hat uns befreit. Was redest du da für einen Scheiß? Der Meister hat unseren Körper und unseren Geist befreit. Nun erkennen wir, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Feind niederstrecken, seine Stärke in uns aufnehmen. Du kannst dich uns anschließen, oder du kannst noch heute deinem Schöpfer entgegentreten. Warum habt ihr den Waffenstillstand gebrochen? Mach, mein Freund. In unserem befreiten Zustand besitzen wir grenzenlose Stärke, unendliche Macht. Waltz, unser Meister, hat uns mit dieser Macht gesegnet. Jack, Matt und die Puppenwächter. Verheddert und verknotet gegen uns. Machtlos! Ihr seid nur ein Haufen armseliger Dumpfbacken. Genau. Danke für das Angebot, aber du hast echt eine Meise. Du verstehst rein gar nichts. Schnappt ihn euch! Okay, ich wollen mich. Na, Mist. Okay. Wollte eigentlich aus diesem engen Raum raus. Nicht genug Gesundheit? Hä? Da habe ich jetzt genug Gesundheit. Aber ich habe jetzt keine infizierten Beine mehr, oder? Doch, habe ich. Und wieder noch mal darüber. Nein,
nicht Halluzination? Das geht nicht. Du bist hier aus Arschloch. Ich hab was. Ich hab auch was für dich. Versuch das mal. Ja, die verwandeln sich nicht. Auf dem verkehrten Fall. Weniger. Kann ich die Ich Du verdammtes Arschloch! Reiß uns einen scheiß Arsch auf! Was? Hä? Was war denn jetzt kaputt? Also so wenig Energie hatte ich nun auch wieder nicht gehabt. Kann er eigentlich nicht angehen, oder? Aber jetzt. Noch nicht angehen, oder? Das hier ist eine verdammte Zeitverschwendung. All runter. Der andere jetzt, der mich eben hier runter umgebracht hat, ist der jetzt einfach tot? Oder ist er einfach beim Runterstoßen mit mir abgestürzt? Naja, wie dem auch sei. Hauptsache, wir beenden diese Dings. Also, jetzt ist er natürlich verschlossen. Werden wir dir nie vergessen. Hier lang, da ist eine Seitentür. Hallo, hier ist Aiden. Deinen Freunden geht es gut. Danke, Aiden. Wir stehen tief in deiner Schuld. Okay. Sehr schön.
Okay, Sprung auf dem Vorsprung. Ach, Brenner. Landung. Na, Rutschen haben wir noch nicht freigeschaltet. Dann müssen wir das hier machen. Na gut, dann machen wir das eben. Wenn wir als nächstes das machen können. So. Okay. Alles klar. So. So, eben wieder zu einem Safe Point. Gut. Das ist ein Stromwerk. Ist das jetzt eigentlich gespeichert? Ja, eigentlich schon, ne? Wir haben ja was erledigt, oder? Ich gehe einfach davon aus, dass wir gespeichert haben. Ich werde es ja dann sonst sehen. Jetzt noch mal wieder hier hoch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier auch Schluss. Wir machen dann morgen das Observatorium. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.